Vervollständige den Satz: Informatik ist. Oh. Informatik ist die Wissenschaft und Technik des Computers und seiner Anwendungen. Die Vielfalt der Probleme, die in der Informatik behandelt werden, macht eine kurze und dennoch vollständige Definition dessen, was Informatik ist, unmöglich. Unmöglich ist es auch, alle Themen in einem Einführungskurs unterzubringen. Irgendwo müssen wir aber trotzdem anfangen, und so haben wir versucht, die wichtigsten Grundbegriffe und Ideen der Informatik für dich auszuwählen und diese so zu vermitteln, dass du dir schnell ein breiteres Bild von der Informatik machen kannst. Darüber hinaus soll es für dich möglich sein, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen zu erkennen und herzustellen. Der MOOC umfasst 6 Lektionen. Jede Lektion enthält mindestens ein Video mit interaktiven Elementen, um die Inhalte zu vermitteln und zu erklären. Wir möchten aber auch, dass du dich aktiv mit den Inhalten auseinandersetzt. Daher haben wir in den Lektionen auch interaktive Übungen, Aufgabenstellungen und Quizfragen zur Selbstüberprüfung integriert. Dieser MOOC ist auch Teil der Lehrveranstaltungen Informatik Fit Vorlesung und Informatik Fit Übung an der Technischen Universität Graz, die unabhängig voneinander absolviert und als freies Wahlfach angerechnet werden können. Diese finden jedes Jahr im September parallel zum MOOC statt. Um an den Lehrveranstaltungen teilnehmen zu können, ist es notwendig, dass du an der TU Graz gemeldet bist und dich im TU Graz Online rechtzeitig dazu anmeldest. Zurück zum MOOC. Der Online-Kurs richtet sich an alle, die darüber nachdenken, ein Studium im naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu beginnen. Natürlich auch an alle, für die die Informatik eine Gleichung mit vielen Unbekannten darstellt. Nun zu den Themenfeldern. In Lektion 1 tauchst du in die Geschichte der Informatik ein, lernst den Transistor als bahnbrechendste Erfindung der letzten 100 Jahre kennen und stellst fest, dass es sich bei Daten, Information und Wissen um verschiedene Dinge handelt. In Lektion 2 dreht sich alles um den Computer und wie dieser eigentlich funktioniert. Lektion 3 widmet sich dem Computational Thinking und geht auf Algorithmen und deren Eigenschaften ein. Wie du von einem Algorithmus zu einem ausführbaren Programm kommst, darum geht es in Lektion 4. Konkret lernst du die Programmiersprache Python und die grundlegenden Bausteine für das Programmieren kennen. In Lektion 5 verfolgst du den Weg eines Datenpaketes durch das Internet und hörst vom sogenannten Internet of Things. In der letzten Lektion des MOOC nehmen wir etwas Abstand von den theoretischen Grundlagen und technischen Details und lenken deine Aufmerksamkeit auf das Thema digitale Ethik, wo wir einige gesellschaftliche Aspekte der Informationstechnologie thematisieren. Es bleibt also bis zum Schluss spannend. Nun aber wünschen wir dir einen guten Start, viel Spaß mit den Inhalten und dass die Informatik am Schluss keine große Unbekannte bleibt.